Dann können wir beginnen. Dhammapada, Teil 51. Und zu Beginn bringen wir unsere innere Absicht auf. Möge alles, was wir heute Abend üben, worüber wir nachdenken, was wir kultivieren, möge das sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen von Nutzen sein. Und möge das zu unser aller Wohlsein und zur Befreiung von Leid oder von allem Leid und allen Leidenskreisläufen beitragen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Dann legen wir los für das nächste, nicht nächstes Kapitel, für den nächsten Vers, Vers 68. Vers 68 ist diese Woche im Grunde vom Inhalt her und von wie er geschrieben ist, wie das Gegenstück zu dem Vers 67, den wir letztes Mal behandelt haben, hat aber eine eigene Hintergrundgeschichte. Deswegen werden die auch, also man muss sie nicht deswegen getrennt vorstellen, aber die andere Hintergrundgeschichte war sehr kurz. Heute die ist wieder also ein Tick länger, das hätte da nicht gepasst. Und der Vers 68 lautet auf Deutsch: Eine Handlung ist dann wohlgetan, wenn sie keine Reue bereitet und ihre Auswirkungen deinen Geist mit Freude und Zufriedenheit erfüllen. Die Begriffe kann man ja kurz nochmal durchgehen wie letztes Mal. Da es ja ähnlich ist, haben wir Kammang oder Kamma für die Handlung. Diesmal ist es wohlgetan, deswegen Katang ist dann das Getan oder Tun und Sadhu war eben wohl, ordentlich, gut, ausgezeichnet und so weiter, heilsam. Und eben diesmal geht es darum, dass die Handlung keine Reue bereitet, also nicht Anuttapati, sondern Na, also Na, das wird dann gekürzt, dass es Nanuttapati heißt. Und eine Handlung ist dann wohlgetan, wenn sie den Geist mit Freude und Zufriedenheit erfüllt. Und das ist hier in einem Wort auf Pali ja, im Satz eingeordnet. Manchmal ist es auf Deutsch dann eben so ein bisschen länger übersetzt, damit es irgendwie in den Satzbau gut reinpasst. Aber letztendlich, wie es sich zusammensetzt, das Wort Sumano ist, Su ist eigentlich, ja, wie kann man sagen, schon, also auch eigentlich wieder gut oder wohl, kann man auch sagen. Ja, gut, wohl. Und Mano, Manas, ist dann der Geist. Aber jetzt in unserem Zusammenhang von diesem Vers habe ich das jetzt mit Freude und Zufriedenheit übersetzt, Sumano, weil, also Su ist gut oder wohl, aber Sumano wiederum, wenn man es dann zusammen hat, das Wort selber, wird im Grunde übersetzt als froh oder glücklich, fröhlich, aber in unserem Kontext oder so wie der Buddha das oft anwendet, ist es dann eben auch zu verstehen, nicht nur als Freude, sondern auch als Zufriedenheit. Genau. Und wenn wir jetzt also uns klar machen, dass es wie das Gegenstück ist zum Vers vom letzten Mal. Zur Erinnerung, da war das gerade, wie kann man sagen, das Gegenteil. Eine Handlung ist nicht wohlgetan, wenn sie dir Reue bereitet und wenn ihre dich verfolgenden Auswirkungen dir die Tränen ins Gesicht treiben. Das war ja das Gegenstück von letzter Woche. Jetzt haben wir hier das heilsame Gegenstück. Wenn es also keine Reue bereitet, unsere Handlung, sei es jetzt. Man kann auch die gedanklichen Handlungen mit dazu nehmen, dann auch die sprachlichen und die körperlichen Handlungen, sondern wenn sie Freude oder Zufriedenheit bringen. Die Auswirkungen oder auch, also die Auswirkungen sind dann wie die Früchte des Karmas, die uns noch entgegenkommen in der Zukunft oder auch unmittelbar oder in zukünftigen Leben.
Aber natürlich gibt es auch Handlungen, die nicht nur in der Zukunft heilsame oder angenehme, wünschenswerte Resultate bringen, sondern auch im Hier und Jetzt, dass man direkt, wenn man allein daran denkt, wie der Buddha, wie ich das letzte Woche auch schon mal angesprochen hatte, in der Lehrrede, wo der Buddha seinem eigenen Sohn Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, als sein eigener Sohn später auch Mönch geworden ist, dass der Sohn also immer seine Handlungen kontemplieren oder reflektieren möge. Da war dann ja auch der Fall, nicht nur eben, wenn man dann die unheilsamen Handlungen erkennt, sondern sie natürlich sein lassen, möglichst aber, wenn man eben auch erkennt, dass die Handlungen heilsam sind, eben keine Reue bringen, wünschenswerte Resultate bringen, heilsame Absichten dahinter stecken und so. Und dann kann man sich auch daran erfreuen, sagt der Buddha. Auf Englisch ist das immer rejoice und wird oft übersetzt als Mitfreude. Und ist aber dann eigentlich vielleicht, ja, auf Deutsch manchmal Mitfreude, ja, das Wort ist eigentlich schön, aber wird so selten benutzt. Und sich über das eigene Handeln freuen oder über die heilsamen Gedanken. Ich glaube, das ist dann schon eher so eine wohlige, fröhliche Zufriedenheit eher. Aber wenn man sich auch darüber freut, richtig, und denkt, Junge, Junge, das war jetzt aber wieder eine schicke Einstellung, die ich hatte. Okay, auch gut. Aber ich glaube, so realistisch ist es meistens eher so, wie dass man sich wohlfühlt damit, mit dieser Entscheidung oder wie man gerade handelt, genau. Ja, und also im Grunde, manchmal ist es eben auch so im Dhammapada, dass wir dann Verse haben, die vielleicht in anderen Kapiteln vorkommen, aber fast schon so wirken, als wären es solche Zwillingsverse, weil wir hatten ja ein Kapitel, das erste Kapitel, wo es Verse waren, wo immer zwei als Päckchen zusammengehören. Aber ja, diese sind jetzt hier also in das Kapitel über die Toren oder die Unwissenden oder Narren oder wie man es auch immer übersetzen mag. Das ist jetzt hier reinsortiert worden. Vor allen Dingen auch jetzt hier bei diesem Vers, weil in der Hintergrundgeschichte dann eine von den, also eine Person auch als Bala, als Närrin, eine Frau wird als Narr oder Unwissende bezeichnet. Hat keine große Rolle in der Geschichte unbedingt, aber naja, manchmal ist das so, dass die so sortiert werden. Na prima. Heute hätte ich dann also jetzt sonst nicht so viel dazu hinzuzufügen, weil es im Grunde nur das positive Gegenstück ist und dann die Erklärungen vom letzten Vers im Grunde wie als Gegenstück darauf anwendbar wären. Und von daher würde ich dann direkt in die Hintergrundgeschichte einsteigen für heute Abend. Und das ist die Hintergrundgeschichte von der prachtvollen Blumenopfergabe des Gärtners Sumana. Sumana war ein Gärtner, der gelebt hat in der Nähe der Stadt Rajagaha, wo auch das besonders bekannte Kloster Veluvana, der Bambushain, angesiedelt ist. Und es wird dann jetzt also wurde überliefert oder wurde erzählt dann in den Hintergrundgeschichten, dass der Gärtner Sumana immer jeden Tag früh am Morgen für König Bimbisara, der dort geherrscht hat, 8 Maß oder 8 große Handvoll Jasminblumen am frühen Morgen pflücken ging oder besorgte, diese dann in so einem Korb zum König Bimbisara brachte, zu seinem Palast, um diese Blumen, Jasminblumen dort zu verkaufen an den König. Das war wie die tägliche Bestellung des Königs. Und das hat der Gärtner Sumana schon eine ganze Weile so getan. Und eines Tages jetzt aber, wo dann der Gärtner Sumana durch die Stadt ging, mit den Blumen auf dem Arm oder im Korb, kam gerade auch der Buddha auf seinem morgendlichen Almosengang oder ja, Almosengang durch die Stadt, durch die gleiche Gegend. Auch umgeben von einem mächtigen Gefolge von Mönchen, so wird es erzählt. Und so wie das jetzt, also öfters, also das ist jetzt heute, ist das besonders wichtig quasi für die, also besonders wichtig, also schon wichtig oder dass man es ein bisschen einordnen kann, das so zu verstehen. Wir haben jetzt schon öfters mal gehabt, dass Menschen den Buddha treffen und allein die Anwesenheit des Buddhas schon so einen großen Eindruck hinterlässt bei den Menschen, dass sie großes Vertrauen in den Buddha empfinden oder
Bei manchen allein auch nur der Anblick oder mal kurz zu hören, was der Buddha sagt, schon sogar dazu führen kann, dass man eine oder eine der ersten oder die erste Erleuchtungsstufe realisieren kann. Solche Dinge passieren ja öfters in den Geschichten. Da haben einfach Leute schon sehr, sehr reifes Karma mit sich gebracht. Aber worum es heute geht, ist dann, dass eben allein die Anwesenheit eines vollkommenen erleuchteten Buddhas doch schon eine ziemlich eindrucksvolle Sache zu sein scheint, wie das überliefert wird in den Geschichten. Aber das ist natürlich sowas wie Charisma von einer Person oder so, wie man, wenn man jemanden, den Dalai Lama persönlich getroffen hat, ein bisschen in der Nähe oder so, das wirkt schon sehr, sehr stark, wenn man Menschen trifft, die einfach ein sehr, 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 sehr gutes Herz haben und sich schon über Jahrzehnte oder lange, lange Zeit nur der Kultivierung von einem heilsamen, guten Herzen gewidmet haben. Das merkt man einfach, wenn man so jemanden vor sich hat. Und wenn das dann auch noch Meditierende sind, die einfach ihren Geist schon über Jahrzehnte sehr, sehr stark kultiviert haben, das fühlt man direkt. Aber das ist eben Charisma, das kann man nicht irgendwie so leicht in Worte fassen. Gleichzeitig ich habe noch keinen Buddha getroffen, nicht mal so, oder wer weiß, vielleicht bin ich auch dermaßen verblendet, oder wie wir alle, dass da schon Leute sind, die so weit sind, aber man hat es einfach nicht geblickt. Aber sagen wir mal so, wir haben jetzt noch niemanden getroffen. In den Texten steht dann eben auch öfters, dass allein die Anwesenheit von einem Buddha, wie von, also dass ein Buddha wirklich so eine Aura ausstrahlt. In seinem Zustand von vollkommener Erleuchtung im Sinne eines Buddhas, dass selbst, also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere oder andere Lebewesen, wenn die dann einen Buddha nur wahrnehmen oder das sehen, das beeindruckt sehr, sehr stark. Und man liest dann manchmal in den Texten, dass diese Ausstrahlung, die der Buddha hat, dass das wie sechs prächtige Farben sind, dass das tatsächlich so was, was man sehen kann, ist. Ob das irgendwie tatsächlich so ist, ob das nur Leute sehen können, die dafür feinfühlig sind, oder ob das einfach nur ein Versuch ist, das mit Worten zu beschreiben, was eben eigentlich nur eine Charisma-Sache ist oder einfach eine Sache, die man fühlt, die man aber schwer in Worte fassen kann. Deswegen beschreibt man das mit Farben oder einer tatsächlichen Ausstrahlung, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber man liest dann auch, also in den Texten steht dann immer dann, dass der Buddha in seiner ganzen mächtigen Kraft eines Buddhas durch die Stadt ging, oder man liest von dem großen, vollkommenen Mitgefühl eines Buddhas, was er ausstrahlte und was man dann auch fühlen konnte in seiner Anwesenheit. Und natürlich ist es dann auch gleichzeitig so, jede Person, die dann vielleicht auf einen Buddha trifft, je nachdem, was für Karma diese Person hat, was für karmische Samen oder Bedingungen so im eigenen Geist dieser Person schlummern, dann empfindet man das vielleicht auch anders, wenn man dem oder einem Buddha oder einem Erleuchteten, auch einem Schüler des Buddhas und so weiter oder Schülerin des Buddhas, wenn man so jemanden trifft. Das wirkt dann individuell nochmal so, wie dann die Person karmisch auch aufgestellt ist. Und als jetzt dieser Gärtner den Buddha vielleicht zum ersten Mal so vom Nahen sah, ich weiß nicht, ob er den vorher schon mal woanders getroffen hat, aber vielleicht auf jeden Fall von ihm gehört hat, war ja eine sehr bekannte Person, der Buddha. Und er war ja auch oft im Kloster Veluvana zu Gast. Das heißt, vielleicht hat er gehört, was der Buddha grob gelehrt hat, aber hat ihn vielleicht noch nie so wirklich getroffen. Auf jeden Fall, als er ihn jetzt zum ersten Mal dann erblickte, diesem Gärtner zum Beispiel individuell, als er den Buddha sah, so steht in den Texten, war das für ihn wie, als würde da so eine prächtige Opfergabe aus Edelsteinen vor ihm stehen. So was Leuchtendes, Prachtvolles, Kostbares. Edelsteine und Gold. Das war so das, was der Gärtner wahrnahm, oder so kam das ihm vor quasi. So, und allein diese erste kurze Begegnung, ihn dann zu sehen, den Buddha, das ließ quasi unmittelbar ganz viele heilsame karmische Samen im Geist oder im Bewusstsein von dem Gärtner keimen oder ja, zum Sprießen bringen, die bis dahin im Geist oder im Bewusstseinsstrom nur so geschlummert haben, wie so Samen eben, die in der Erde gelegen haben. So, und als er das dann so fühlte und so wahrnahm, da kamen dann direkt spontan kamen Gedanken in dem Geist von dem Gärtner auf. Und zwar dachte er wie, oh, welchen guten, heilsamen Dienst könnte ich denn wohl jetzt hier und jetzt diesem Buddha, diesem Menschen hier, den ich hier vor mir habe, erweisen. Er hat spontan, einfach weil er gesehen hat, oh, dieser Mensch, der strahlt sowas Kostbares aus, dem möchte ich jetzt gerne einen positiven, heilsamen Dienst erweisen. Das war sein Wunsch.
Und weil er gerade nichts Besseres oder anderes zu tun wusste und halt diese Blumen auf dem Arm hatte, dachte er, oh, ich werde den Buddha jetzt mit diesen Blumen, die ich hier auf dem Arm habe, Ehre erweisen. Aber dann hat er natürlich weitergedacht, oh, aber das sind ja eigentlich die Blumen, die ich dem König versprochen habe. Das sind ja wie, die hat er ja bestellt, der König, und das ist ja auch so sein Lebensunterhalt und damit verdient er sein Geld. Die waren ja eigentlich zum Verkauf an den König bestimmt. Und aber eben weil jetzt im Geist von diesem Gärtner diese heilsamen Samen so kräftig am Keimen waren und er so eine heilsame Absicht dahinter hatte und auch plötzlich so ein starkes Vertrauen in diese Persönlichkeit vor ihm, in den Buddha hatte, und er dann auch gleichzeitig, und das vielleicht spricht das so ein bisschen dafür, dass er sich zumindest mit Karma, Ursache, Wirkung vielleicht schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, dieser Gärtner, der hatte auch ein starkes Vertrauen eben in die karmischen, heilsamen oder wünschenswerten Resultate von einer Opfergabe an den Buddha. Da hatte er großes Vertrauen drin. Da dachte sich der Gärtner weiter, wenn der König jetzt von mir keine Blumen bekommt und ich quasi, also wenn ich jetzt mit leeren Armen oder mit leeren Händen zum König komme nachher und ich habe keine Blumen, die ich ihm verkaufen kann, weil ich die jetzt hier schon als Opfergabe an den Buddha gegeben habe, dann soll mich der König wegen mir auch gerne ins Gefängnis werfen. Er kann mich gerne aus der Stadt verbannen und selbst wenn er mich hinrichten lassen sollte, dann bin ich damit immer noch einverstanden, weil ich weiß, selbst mit viel, viel Geld oder egal wie viel Geld ich bekommen würde für diese schönen Blumen, damit kann ich mir ja nur Dinge in diesem gegenwärtigen Leben kaufen, die mir dann in diesem Leben vielleicht ein bisschen Wohlsein oder Freude oder Glück bringen können oder ein bisschen Freiheit von Leid in diesem Leben. Aber egal wie viel Geld ich so verdiene im Laufe meines Lebens, das kann mir nichts kaufen, was ich in meinem nächsten Leben brauchen kann. Alles Geld der Welt kann mir nicht eine heilsame oder angenehme nächste Wiedergeburt kaufen oder bringen. Das Geld vom König, was ich bekommen würde, kann mir auch keine Freiheit von Leiden kaufen. Aber eine Blumenopfergabe, die ich so jemandem wie dem Buddha darbringe, da bin ich mir sicher, so dachte der Gärtner, das wird mir Wohlsein und Wohlergehen für unzählige Äonen oder Weltzeitalter bringen. Also quasi unzählige, also unvorstellbar viele Leben in der Zukunft wird das heilsam beeinflussen oder vielleicht dann auch in Richtung Befreiung von Leid beeinflussen, wenn ich dem Buddha hier und jetzt diese Blumen als Opfergabe gebe. Und wenn man das so liest, hat man schon so den Eindruck, so ein bisschen, dass der entweder von anderen spirituellen Traditionen, wo es ähnliche Konzepte wie Karma, Ursache und Wirkung gibt, schon einiges gelernt hat, oder ob er nicht vielleicht sogar doch schon auch von Freundinnen oder Freunden ein bisschen was über die Lehre des Buddhas gehört hat oder gelernt hat. Weil das ist schon, zeugt so ein bisschen von so einem groben Verständnis eben von den Prinzipien von Karma, Ursache und Wirkung, wenn man derartig denkt. Aber wer weiß, also es waren ja auch eben scheinbar sehr starke heilsame Karmen schon im Geist dieses Gärtners vorhanden und vielleicht sind die jetzt einfach so gefruchtet. Vielleicht war das auch eine gute Gewohnheit, die jetzt dadurch aktiviert wurde, die man schon im vorherigen Leben sehr, sehr oft geübt oder kultiviert hat. So, und direkt jetzt im Anschluss an diese Gedanken brachte jetzt der Gärtner innerlich auch noch bewusst eine weitere Absicht auf oder Aspiration oder wie man das nennen mag. Er dachte sich, möge ich stets mit Hingabe und Vertrauen dem Buddha meine ehrenvolle Wertschätzung und meine Dienste zukommen lassen. Und auch noch eine weitere Absicht hatte er, die dann später nochmal vorgetragen wird. Da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Aber eigentlich passt es eigentlich auch gut hier dazu. Aber das wurde in der Geschichte erst im Nachhinein dann nochmal so verdeutlicht. Also jetzt dachte er erstmal, möge ich stets mit Hingabe und Vertrauen dem Buddha meine ehrenvolle Wertschätzung und meine Dienste zukommen lassen. Und dann mit viel Freude und wie so beschwingt und glücklich von diesen heilsamen Absichten, von diesen Gedanken,
ist dann der Gärtner Sumana auf den Buddha zugegangen und hat sich respektvoll vor ihm verneigt. Und dann nahm er, und das ist jetzt wieder so eine etwas Wunder für uns vielleicht wundersame Geschichte, wie das jetzt erklärt wurde. Er nahm 2 Handvoll von diesen Jasminblumen und warf sie mit so einer eleganten Geste hoch hinauf in die Luft über den Kopf des Buddhas. Und in den Überlieferungen steht dann, dass diese geworfenen Jasminblumen quasi wie von Zauberhand so eine Art Baldachin über dem Kopf des Buddhas bildeten und dort hängen blieben oder quasi in der Luft schwebten. Und dann nahm er nochmal 2 Handvoll Blumen und die warf er auf die rechte Seite des Buddhas und dann schwebten die so auf der rechten Seite des Buddhas, dann das gleiche nochmal auf der linken Seite. Und 2 Handvoll wurden auch geworfen, die dann hinter dem Buddha hinabfielen und da wie so ein Blumengesteck bildeten in der Luft. Und so umgaben jetzt quasi den Buddha rechts, links, oben und hinten, wie so eine Art Pavillon aus wunderschönen Jasminblumen. Und es war dann also quasi wie als wäre nach vorne, wenn der Buddha jetzt einen Schritt nach vorne machen würde, als würde der aus so einem Blumenpavillon hinaustreten quasi. So sah das aus. Und die Stängel und die Blüten waren auch richtig schön angerichtet. Die standen dann auch so, dass es wirklich wie so ein Gesteck aussieht. So, und dann aber als dann der Buddha einen Schritt nach vorne machte, dieser Blumenpavillon, der bewegte sich quasi mit ihm weiter nach vorne, mit jedem Schritt. Also die Blumen fielen dann nicht hinab, sondern blieben dann quasi als Pavillon um den Buddha herum schön angerichtet. Ob das jetzt so ein Stück weit kann man sich schon fast vorstellen, dass da vielleicht irgendwie so ein Stück weit, auch wenn es wundersam erklingen mag, dass es irgendwie so ein Stück Wahrheit hat, weil irgendwie der Rest der Geschichte mit darauf aufbaut, weil das eben so wundersam war. Andererseits, wer dann an sowas nicht glauben mag, dann kann man sich auch vielleicht vorstellen, vielleicht ist es eine Ausschmückung gewesen von Zusammenstellerinnen oder Zusammenstellern dieser Überlieferungen, womit man einfach nochmal beschreiben mag, wie kraftvoll, heilsam die Absicht dieses Gärtners war, mit dieser Opfergabe zu tätigen. Wie dem auch sei. Und es kann auch sein, wir wissen ja auch nicht, wie oder was für Kräfte noch so himmlische Lebewesen haben. Wir wissen auch nicht, ob da vielleicht himmlische Lebewesen ihre Fingerchen im Spiel gehabt haben, dass sie das noch so mit ihren Kräften, wer weiß, dass sie die für Kräfte haben, mit beeinflusst haben, dass das so bleibt, dass es schön prächtig bleibt. Oder wir wissen auch nicht, wie tatsächlich, also karmisch gesehen, es gibt viele Sachen, die möglich sind, selbst die wir für unmöglich halten, dass vielleicht wirklich die Kraft von der heilsamen Absicht des Gärtners das bewirkt hat, dass da so eine Power drin war, so eine Kraft dahinter war. Jedenfalls, als jetzt der Buddha so weiterging, bewirkte dieser prächtige Anblick von diesen schwebenden Jasminblumen, die eben so ein schönes Gesteck um den Her Buddha herum bildeten, das bewirkte jetzt in allen Menschen, die das sahen, auch, dass die noch mehr größere Hingabe oder Vertrauen in den Buddha entwickelten. Die waren halt ganz baff natürlich und das sah sehr, sehr prächtig aus. Und dann plus, wie gesagt, der Buddha ist anwesend, das hat auch nochmal eine Auswirkung auf die gehabt. Und in den Überlieferungen jetzt für diese Geschichte steht dann, dass sich ganz viele dann spontan vor dem Buddha verneigt haben oder respektvoll um ihn herumgeschritten sind. Viele haben ihn begleitet, ihn und die Mönche, und sind auf diesem Almosengang quasi mitgegangen. Und so wie das in der Geschichte geschrieben wurde, ist es halt wie so fast die ganze Stadt war auf den Beinen, so wurde so gesprochen. Oder es gab kaum jemanden, der nicht auf den Beinen war und der dann nicht davon mitbekommen hat. Und Leute haben spontan dann wie so Lobpreisungen ausgerufen und waren fast schon so ein bisschen wie aus dem Häuschen oder so. Oh wow, was für eine prächtige Blumenopfergabe und was für ein Anblick das Ganze war. Und die Leute, die dann so schöne bunte Tücher hatten, die haben die dann noch geschwenkt, wie so fast schon wie so ein festlicher Umzug, haben sie dann probiert, den Buddha zu begleiten auf seinem Almosengang. Der Buddha natürlich hat sich davon jetzt nicht irgendwie beeindrucken lassen, der ist dann einfach, wie es für einen erleuchteten Buddha so der Fall ist, ganz normal in dem Sinne unbeeindruckt weitergegangen, was seinen Almosengang angeht. Seine Mönchschüler sind natürlich dann auch achtsam hinter ihm weitergegangen, vielleicht mit Achtsamkeit auf den Boden gerichtet oder auf die Füße, wie in so einem meditativen Gang.
Und der Gärtner ist noch ein ganzes Stück auch mitgegangen, hat den Buddha ebenfalls begleitet und ist dann, hat sich dann nochmal vor dem Buddha verneigt, sich verabschiedet und hat sich zurückbegeben auf den Nachhauseweg. Er ist also gar nicht erst zum Palast des Königs gegangen, sondern weil er hat ja nichts, was er dem König überbringen konnte, dann ist er nach Hause gegangen und ist dort auf seine Frau getroffen. Und seine Frau, die Frau des Gärtners, sie war dann überrascht, dass er schon so schnell zurück war und der Korb war leer von den Blumen. Und dann hat sie gefragt, was ist denn mit den Blumen passiert? Warst du schon bei dem König und hast die Blumen abgegeben? Und dann hat der Gärtner ihr alles erzählt und meinte, nein, nein, ich habe den Buddha getroffen, zum ersten Mal auf meinem Gang durch die Stadt. Und dann hat er erzählt, dass er so bewegt war von diesem Anblick des Buddhas, dass er dann die Blumen dem Buddha als Opfergabe übergeben hat. Und er hat tatsächlich auch von allem erzählt, was sich so ergeben hat, dass die Blumen dann diesen Baldachin oder diesen Pavillon gebildet haben um den Buddha, ihn wie so weiter mit verfolgen auf dem Weg. Und alle waren ganz, ganz berührt davon. Und er hat auch erzählt, was in der Stadt so alles los war. Das heißt, diese Frau des Gärtners war eine von den wenigen, die nicht auf den Beinen waren, die das nicht mitbekommen hatten. Und ja, und die Frau von Sumana allerdings, also die Frau des Gärtners, die war dem Buddha scheinbar noch nicht begegnet, und konnte das jetzt damit auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihr Mann irgendwie diese kostbaren Blumen jetzt dem Buddha entgegengeworfen hat oder diesem Bettelmönch. Sie weiß ja nur, das ist scheinbar so einer von diesen Bettelmönchen. Dem hat er also die kostbaren Blumen entgegengeworfen und die waren ja eigentlich für den König gedacht, damit sie ihren Lebensunterhalt mitverdienen können als Familie. Das konnte sie sich nicht erklären, warum ihr Mann das gemacht hat. Und auch das mit diesen Blumen, dass die dann da in der Luft hingen, das konnte sie vielleicht auch nichts mit anfangen. Und dann wies sie dann ihren Mann zurecht und meinte so, mein lieber Mann, also Könige können sehr, sehr hart und grausam sein manchmal, wenn irgendwas passiert, was ihnen gegen den Strich geht. Da gibt es harte Strafen für Leute, die zum Beispiel stehlen, werden manchmal die Hände abgehackt. Wer weiß, was dir da passiert, wenn der König nachfragt, wo sind denn meine Blumen? Und du musst sagen, du hast sie leider nicht heute. Wer weiß, wie du dann, was dir geschehen wird? Und dann hat sie auch gesagt, und wer weiß, was mir geschehen wird, wenn du jetzt etwas tust, was den König erzürnt? Und sie wusste jetzt nicht, dass König Bimbisara eigentlich tatsächlich ein sehr fleißiger und sehr aufrichtiger Schüler des Buddhas war, der das tatsächlich probiert, so umzusetzen, wie der Buddha das lehrte. Den buddhistischen Weg als Laienbuddhist, das wusste sie nicht, aber sie hat halt aus Erfahrung natürlich gewusst, wie Könige drauf sein können in der damaligen Zeit. Ein bisschen zu Recht natürlich die Sorge. Und genau, bei König Bimbisara war das jetzt so, eigentlich musste sie sich da wirklich keine Sorgen machen. Er hatte damals bei seiner ersten, bei, auch bei ihm war das so, die erste Begegnung mit dem Buddha hat ihn sehr, sehr berührt, König Bimbisara, und hat bei ihm dazu geführt, dass er direkt die erste Erleuchtungsstufe realisieren konnte. Das heißt, im Geist von König Bimbisara war das Vertrauen in den Buddha und auch in Leute, die ebenfalls diesen buddhistischen Weg gehen, sehr, sehr wie felsenfest verankert. Und sein Geist, der ruhte eigentlich die meiste Zeit in einem sehr stabilen Frieden. Und die Frau des Gärtners, die war jetzt also dermaßen beunruhigt über das Verhalten ihres Mannes. Und auch so in Sorge, dass dann der König vielleicht auch ihr gegenüber Strafen irgendwie anwenden würde, dass sie gesagt hat, mein lieber Ehemann, ich verlasse dich jetzt, das ist zu komisch, ich kann damit nichts anfangen, wie du hier heute reagiert hast oder gehandelt hast. Sie hat sich dann ihre Kinder genommen, hat ihr Zuhause, ihr Familienzuhause dort verlassen. Und ist aus eigener Initiative mit den Kindern zum König gegangen, zu König Bimbisara, und wollte quasi ihren Mann nicht anschwärzen, aber zumindest direkt beim König zeigen, das und das und das ist passiert. Ich habe damit nichts zu tun gehabt und ich möchte mich quasi im Namen meines jetzt mittlerweile Ex-Mannes quasi entschuldigen, damit sie zeigt, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Und sie hat dann alles erklärt und alles erzählt, was ihr Ehemann ihr erzählt hatte, genau im Detail.
was der Gärtner erzählt hatte. Und eben weil König Bimbisara selber so ein Vertrauen in den Buddha hatte und er auch aus eigener Erfahrung wusste, wie das bei ihm gewesen war, als er den Buddha zum ersten Mal gesehen hatte, dann hat er dann erkannt, oh, was dieser Gärtner erzählt hat, das dürfte höchstwahrscheinlich der Wahrheit entsprochen haben. Aber er dachte sich eben innerlich, oh, also diese Frau, die scheint eine Unwissende, das ist dann wieder dieses Wort aus unserem Kapitel jetzt, Bala, das scheint eine Unwissende zu sein. Oder jetzt in dem Fall würde ich auch nicht ein Narr oder eine Närrin sagen oder törichte Person, sondern einfach jemand, der unwissend ist, der das noch nicht so erfahren hat von den Dingen, die der Gärtner erzählt hat oder auch die König Bimbisara schon so erfahren hatten. Er dachte sich, oh, diese Frau ist eine Unwissende, die noch kein Verständnis und keine Einsicht in die Lehre des Buddhas besitzt. Und natürlich kann sie kein Vertrauen in diese wundersamen Geschehnisse und in die karmisch heilsame Kraft von einer solchen Blumenopfergabe besitzen. Das hat er sich gedacht. Und in den Überlieferungen steht jetzt, wie der König reagiert hat, ist dann so ein bisschen komisch in dieser Situation. Er hat dann als nächstes hat der König so getan, als sei er tatsächlich ein bisschen über den Gärtner verärgert, weil er hat ja gesehen, diese Frau hat große Angst und hat auch selber kein Verständnis dafür, was ihr Mann getan hat. Und dann sprach der König Bimbisara zu der Frau: Oh, was sagst du? Er hat dem Buddha die Blumen gegeben, die er eigentlich mir hätte geben sollen. Oh, Frau, du hast gut daran getan, ihn verlassen zu haben. Und ich werde schon einen Weg finden, mit diesem Kerl umzugehen, weil er einen anderen mit Blumen geehrt hat, die ja eigentlich mir gehören sollten. Und mit diesen Worten entließ er dann die Frau des Gärtners und die Frau des Gärtners ist dann mit ihren Kindern scheinbar alleine weitergezogen auf ihrem Lebensweg. Ja, und dieses Verhalten des Königs ist so ein bisschen verwunderlich. Natürlich, wenn man denkt, der König Bimbisara hat eigentlich schon relativ viel gelernt auf dem buddhistischen Weg, hat schon die erste Erleuchtungsstufe realisiert. Vielleicht ist da eigentlich, könnte man voraussetzen, schon genug Weisheit, dass er irgendwie einen Weg findet, vielleicht mit der Situation so umzugehen, dass die Frau dann auch doch noch irgendwie was dazulernen kann und dass die vielleicht sogar als Familie irgendwie relativ gut zusammen diese herausfordernde Situation irgendwie meistern können. Aber stattdessen hat er eben so gehandelt, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Und was vielleicht sein kann, ist, vielleicht hat der König einfach das Gefühl gehabt, dass im Verhalten oder in den Emotionen oder Gefühlen von dieser Frau er gemeint hat, vielleicht so viel Ärger oder Angst oder auch Überzeugung gesehen zu haben oder erkannt zu haben, dass er tatsächlich den Eindruck hatte, oh, ich habe hier keinen Handlungsspielraum oder ich kann da nichts, da kann ich nichts mehr reißen, da kann ich nichts beeinflussen bei dieser Frau, weil in den Überlieferungen steht natürlich jetzt nicht im Detail beschrieben, wie die Gefühlslage der Frau so war. Aber wenn die sich schon wegen einer Handlung ihres Ehemannes dazu verleitet fühlt, ihn zu verlassen und die Kinder mitzunehmen, entweder gab es da schon Vorspiele, andere Dinge oder die war tatsächlich dermaßen verängstigt und überzeugt, dass dann der König dachte, das rühre ich jetzt gar nicht mehr an. Ich sage einfach ja, okay und danke und war schon in Ordnung so. Ja, wissen wir jetzt leider nicht genau, was sich noch da abgespielt hat. Das heißt, er spielte quasi so eher so ein bisschen den Erwartungen der Frau des Gärtners zu und hatte das damit abgehakt. Aber der König selber war nicht verärgert tatsächlich, sondern durch seine eigenen Erfahrungen mit dem Buddha oder sein eigenes Verständnis von der Lehre des Buddhas, hatte er tatsächlich sogar Verständnis für den Gärtner, Sumana. Der konnte das nachvollziehen, wie er sich gefühlt hat, als er den Buddha da getroffen hat. Und der König war dann sogar on top, also obendrauf war er auch noch wie erfreut darüber, über diese großen, weitreichenden, heilsamen Eindrücke, die quasi diese ganze Situation mit dieser Blumenopfergabe in vielen, vielen Menschen von seiner Stadt, in der er lebte, der König, was das bewirkt hat bei den vielen Menschen. Was das so hinterlassen hatte an Eindrücken. Und nachdem dann die Frau des Gärtners gegangen war, dann beschloss dann der König selbst, sich ebenfalls direkt in die Stadt zu begeben, um zu gucken, ob er den Buddha noch treffen kann auf seinem Almosengang. Und er fand ihn tatsächlich noch, immer noch mit einer großen Menschenmenge um ihn herum. Die Blumen waren immer noch um ihn herum angerichtet. Und der König begrüßte den Buddha respektvoll, schloss sich dann ein Stück weit des Weges an. Der König war ebenfalls sehr, sehr von diesem Blumenarrangement, was immer noch um den Herr Buddha herum schwebte, sehr, sehr beeindruckt. Und sah quasi auch in diesen Blumen, die dort waren, in dieser Blumenopfergabe, wie so einen ganz kraftvollen Ausdruck von,
eben heilsamen Qualitäten des Buddhas und heilsamen Qualitäten dieses Weges, dieses buddhistischen Weges. Also heute ist die Geschichte also sehr, sehr durchdrungen von diesem Aspekt von Hingabe und Vertrauen. Und der Buddha beschloss dann nun, als dann auch selbst der König noch anwesend war, noch so eine kleine Ecke weiterzugehen mit all den vielen Menschen, die dabei waren. Und unterwegs haben dann manche oder alle von den Mönchen und auch der Buddha vielleicht schon die ein oder andere Essensopfergabe bekommen in ihre kleine Bettelschale oder Almosenschale. Und dann gingen sie zusammen bis vor die Tore von dem Palastgebäude des Königs. Und der König wollte auch den Buddha und die Mönche einladen, doch bitte hineinzutreten. Dann hätte er ihnen da drin quasi als Gastgeber Sitzplätze anbieten können und so weiter. Aber der Buddha selber hatte dann den Eindruck, nee, ich möchte lieber vor den Toren des Palastes mich niederlassen. Da gab es dann vielleicht eine große Wiese oder ein paar schattige Bäume oder so. Weil er wollte lieber an einem Ort sitzen, wo quasi auch dieser Blumenpavillon, der ihn immer noch umgab, weiterhin für Leute sichtbar sein kann. Weil das scheint, er hat ja gesehen, das hat gerade alles einen großen Eindruck hinterlassen in den Herzen der Menschen, die das mitbekommen haben. Und dann möchte er jetzt nicht sich in irgendein Gebäude hinein bewegen, wo dann am Ende dann die Leute nicht mit rein dürfen, weil es ja der Palast des Königs ist. Und dann meinte er, nein, wir bleiben lieber hier draußen. Und dann haben sich die Mönche hingesetzt, der Buddha ebenfalls. Der König hat allerdings noch schnell einen echten, normalen, kleinen Pavillon mit Tüchern aufbauen lassen, damit der Buddha im Schatten sitzen konnte. Und dann setzten sie sich hin, nahmen achtsam im Schweigen ihre Mahlzeit zu sich. Manche von den anwesenden Menschen oder Einwohnerinnen oder Einwohnern der Stadt und auch einige Leute aus dem Haus, vom Hofe des Königs und auch der König selber halfen so ein bisschen dabei, die Mönche und den Buddha zu bewirten oder zu schauen, was sie irgendwie brauchen. Vielleicht haben sie noch Getränke gebracht oder haben Schalen mit Wasser gebracht, um die Hände noch zu waschen und solche Dinge vor dem Essen, nach dem Essen. Und im Anschluss an das Essen hat dann, als dann alle fertig waren, hat dann der Buddha höchstwahrscheinlich wieder so einen kleinen Vortrag gehalten, einen öffentlichen Vortrag, Dharma-Vortrag, wie das oft gang und gäbe war. Und dann, als dann alles, was diese, was das, das Essen und dann den kleinen Vortrag angeht, als das alles an ein Ende gekommen war, machte sich dann der Buddha zusammen mit seinen Mönchschülern wieder auf, um in Richtung Veluvana, in das Kloster zurückzugehen. Der König ging noch ein paar Strecken des Weges mit, verabschiedete sich dann respektvoll vom Buddha und ging zurück in den Palast. Und der Bruder ging dann zurück in das Kloster, genau nach Veluvana, immer noch begleitet von diesen wunderschönen und wohlduftenden Jasminblumen. Als dann der König zurück im Palast angekommen war, da hat dann der König nach dem Gärtner schicken lassen, nach Sumana, weil er war ja dann doch interessiert, auch die ganze Sache nochmal von dem Gärtner Sumana persönlich zu hören. Und als sich dann der Gärtner vorgestellt hatte, da fragte dann auch der König, was hast du denn im Kopf gehabt oder was hast du gesagt, als du dem Buddha diese prachtvolle Blumenopfergabe gemacht hast? Was war denn da deine innere Einstellung oder Absicht dabei? Oder hast du dabei irgendwas gesagt oder getan? Weil er wollte wissen, was so dazu geführt hat, was vielleicht bewirkt hat, dass diese Blumen in der Luft schwebten und so eine anhaltende Pracht mit sich gebracht haben quasi. Und da antwortete dann der Gärtner und erzählte erstmal dem König, welche innere Absichten er aufgebracht hatte. Und er sagte, Eure Majestät, während ich dem Buddha die Jasminblumen übergab, habe ich ihm gleichzeitig mit innerer Absicht mein Leben übergeben. Und das ist das, was vorher jetzt nicht im Text erwähnt wurde, sondern erst hier. Ich habe ihm mit innerlicher Absicht mein Leben übergeben. Als ich ihm die Blumen übergab, hatte ich den innerlichen Gedanken, ich übergebe dem Buddha mit dieser Blumenopfergabe auch mein Leben. Und selbst wenn der König mich als Folge dieser Opfergabe aus seinem Reich verbannen oder gar töten wird,
Dennoch möchte ich mit großem Vertrauen und Hingabe diese Blumen dem Buddha als Opfergabe übergeben. Und dies waren meine Gedanken während dieser Opfergabe. Und daraufhin sprach dann der König Gärtner Sumana, du bist ein großer Mann. Und im Anschluss soll dann König, das ist so, da weiß man auch wieder nicht, ist das ausschmückend oder wer weiß, freigebige, großzügige Könige haben natürlich auch viel zu geben. Da steht jetzt im Anschluss, soll König Bimbisara dem Gärtner große Geschenke gemacht haben. Da wird gesprochen von den achtfachen Geschenken. Und zwar soll er bekommen haben 8 Elefanten, 8 Pferde, 8 männliche Sklaven, 8 weibliche Sklaven, 8 prächtige Juwelen, 8000 Geldstücke, 8 Frauen aus dem königlichen Harem, die alle mit wunderbarem Schmuck geschmückt waren, und sogar 8 erlesene Dörfer aus der Umgebung. Heiliger Bimba. Da hat sich noch der Gärtner Sorgen gemacht, was wohl passieren mag, wenn er jetzt etwas weggibt und plötzlich kriegt er das 10.000-fach zurück. Und es kann natürlich jetzt gut sein, dass der König aus Großzügigkeit heraus einige Geschenke gemacht hat. Aber auch hier können wir jetzt wieder nicht sagen, wann das tatsächlich all diese prachtvollen, ja, sehr, sehr, sehr großzügigen Geschenke. War das tatsächlich vielleicht einfach das starke heilsame Karma von Sumanas Opfergabe, das sich halt unmittelbar auch weitreichend umgewandelt hat in solche Wirkungen? Oder ob dann auch hier wieder die Zusammensteller von den Texten im Laufe der Jahrhunderte noch Sachen wie so mit so Phrasen, mit so Standardphrasen, das so ein bisschen ausgeschmückt haben oder erweitert haben. Weil in manchen Stellen der Texte im Pali-Kanon, da sieht man schon, dass dann bestimmte Phrasen tauchen an mehreren Ecken auf und sind auch immer 1:1, Wort für Wort genau gleich geschrieben. Das sind so Standardphrasen, die vorkommen. In diesem Fall bin ich mir jetzt nicht sicher, da habe ich jetzt nicht nachgesucht explizit, ob es dann auch an anderen Stellen nochmal Könige oder Königinnen gibt, die eben 8-fache Geschenke machen. Es kann auch sein, dass es an anderen Stellen vorkommt, aber wir wissen es eben nicht genau, was dahinter steckt oder ob es nur eine Ausschmückung war. Und auch hier wieder, also weil das so ein episches Maß ist, was der Sumana da übergeben hat, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen dran zweifeln wieder. An diesen Geschehnissen, das ist ja kein Problem. Aber was man halt nicht machen sollte gleichzeitig, meine Meinung, man sollte jetzt nicht, also man kann vielleicht an diesen Erzählungen ein bisschen zweifeln, wie, weil auf Englisch sagt man over the top, so ein bisschen nicht über, ja doch übertrieben, ich weiß nicht. Das klingt einfach so übertrieben, das klingt so enorm, was er da übergeben hat, der König. Daran mag man gerne zweifeln, wie man will, aber man sollte jetzt nicht automatisch dann auch irgendwie an der tatsächlich, man kann schon sagen, eigentlich unvorstellbar großen karmischen Kraft zweifeln, die eine Opfergabe an einen Buddha, an einen vollkommenen Erleuchteten mit sich bringen kann oder mit sich bringt. Weil in vielen, vielen Schriften wird das eben bestätigt oder beschrieben, dass selbst sehr, sehr kleine Opfergaben oder Gaben an einen vollkommenen erleuchteten Buddha oder erleuchtete Schülerinnen oder Schüler eines Buddhas äußerst weitreichende und auch lang anhaltend wünschenswerte Resultate mit sich bringen können. Nicht nur in Bezug auf dieses Leben, nicht nur hier und jetzt oder im Laufe dieses Lebens, sondern viele, viele, viele zukünftige Leben können dadurch heilsam beeinflusst werden. Und selbst dann auch hier in dieser Geschichte geht nämlich genau dann dieses Thema weiter, weil dann später hat sich der Mönch Ananda, der Mönchschüler von Buddha, auch gedacht, seit der Gärtner Sumana am Morgen, an diesem Morgen, diese prachtvolle Blumenopfergabe gemacht hat, waren den ganzen Tag über viele Menschen aus Hingabe und Vertrauen in den Buddha auf den Beinen. Viele von ihnen haben ihrerseits Opfergaben und Almosen übergeben, quasi. Die Opfergabe von dem Gärtner hat nicht nur bewirkt karmisch heilsam, dass diese Opfergabe jetzt stattgefunden hat an dem Buddha, sondern der Gärtner Sumana hat durch sein eigenes Vorbild quasi auch viele andere Menschen dazu bewirkt, nicht nur Vertrauen in den Buddha zu empfinden, sondern auch Almosen, also zu geben, sich selber in Großzügigkeit zu üben an die Mönche und auch an den Buddha selbst. Dann
dachte Ananda auch weiter, oh, viele von diesen Menschen haben dem Buddha Respekt gegenüber erwiesen, haben sich verneigt oder sind respektvoll dreimal um ihn herumgegangen, diese traditionelle Art, Respekt zu erweisen. Viele von ihnen haben lobpreisende und wertschätzende Ausrufe dem Buddha entgegengebracht. Und all dies ging ja nur aus dieser einen Blumenopfergabe von Gärtner Sumana hervor. Und dann dachte sich Ananda oder fragte er sich, was wird wohl der karmische Lohn aus diesen Handlungen sein, die der Gärtner Sumana erfahren wird im Laufe dieses Lebens oder nächster Leben? Und Ananda stellte dann diese Frage dem Buddha und der Buddha antwortete: Ananda, denke nicht, dass es sich bei dieser Blumenopfergabe um eine kleine Opfergabe gehandelt hat, die dieser Gärtner getan hat. Denn Gärtner Sumana hat nicht nur durch Jasminblumen seine Ehre erwiesen, sondern innerlich hat der Gärtner zusätzlich auch die Absicht gehabt, ich übergebe dem Buddha mit dieser Blumenopfergabe auch mein Leben. Und mit dieser tiefen Hingabe übergab er mir die Blumen. Und der Buddha fuhr dann fort: Auf Grundlage dieses tiefen Vertrauens, mit dem der Gärtner diese äußere und innerliche Opfergabe getan hat, wird der Gärtner Sumana für 100.000 Äonen, also für 100.000 Weltzeitalter oder wie man das auch beschreiben mag, nicht mehr in den niederen Daseinsbereichen wiedergeboren werden, sondern stattdessen immer nur wünschenswerte Früchte dieses Verdienstes in Form von Wiedergeburten als Mensch oder himmlisches Lebewesen erfahren. Und als finales Resultat wird er eines Tages, da weiß man jetzt nicht, wie lange das dauert, ein Pacheka-Buddha namens Sumana werden. Und zur Erinnerung, wir erinnern uns, die Pacheka-Buddhas sind Personen, die zwar selber auch vollkommene Buddhaschaft realisieren, aber aus speziellen karmischen Bedingungen heraus nicht das, was sie erfahren haben, diesen Weg zur vollkommenen Befreiung von Leid im Sinne eines Buddhas, das nicht lehren, das nicht weitergeben. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Wie kann das denn nur sein? Jemand hat so viel da rein investiert, hat vollkommene Buddhaschaft realisiert und gibt das Wissen nicht weiter. Kann man sich vielleicht sehr, sehr vereinfacht vorstellen, wie es gibt auch Leute, die sind Experten auf ihrem Gebiet, was Wissen angeht, aber sind nicht so talentiert oder interessiert oder wie auch immer, das auch didaktisch, pädagogisch irgendwie weiterzugeben an andere. Die wissen ganz, ganz viel, aber sind nicht so talentiert, skillful. Skillful kann man auch talentiert sagen, ne? Ja, die sind nicht so talentiert vielleicht, wie man das dann weitergibt, das Wissen. Haben also scheinbar nicht das Karma dafür. Das heißt, die haben, man sagt auch, manche Pacheka-Buddhas, die bringen so vielleicht ihren anderen Menschen trotzdem so ganz, ganz einfache Grundlagen bei, was das Wissen um heilsame Taten und deren Resultate und unheilsame Taten und die Resultate, unangenehme Resultate von unheilsamen Taten angeht. Darüber reden die vielleicht, aber dann diesen Weg tatsächlich zur vollkommenen Befreiung von Leid, der wird dann nicht gelehrt von denen. Ist ja auch keine einfache Sache, hat ja der Buddha selber sich auch gedacht. Shakyamuni Buddha hat auch gezweifelt, ob er überhaupt das probieren soll, irgendwem beizubringen, weil er auch dachte, hu, das, wer weiß, ob da überhaupt jemand dahinter steigen kann, was er da jetzt an Erfahrungen gemacht hat. Ja. Genau. Also eines Tages wird als Resultat dieser Opfergabe dann der Gärtner Sumana ein Pacheka-Buddha werden, selber vollkommene Befreiung realisieren. Und als dann der Buddha zurück im Kloster Veluvana angekommen war, da begab er sich dort in eine Hütte, die für ihn errichtet worden war, in der er sich dann immer aufhielt, wenn er dort war. Als er im Begriff war, dann die Kammer zu betreten, da schwebten dann diese Jasminblüten wie so auf den First der Hütte oder höchster Punkt der Hütte und hingen dort oder wurden dort dann abgelegt und zierten diesen Teil des Hauses oder der Hütte. Und am Abend dieses gleichen Tages noch, da haben sich dann wieder mal hat eine Gruppe von Mönchen verabredet, so ein bisschen sich zu unterhalten. Und dann haben sie sich natürlich über das, was sie am Tag über erlebt hatten, ausgetauscht. Und haben nochmal gelobt oder gesagt, oh, wie wunderbar war wohl diese Opfergabe des Gärtners heute. Er übergab dem Buddha nicht nur die wohlduftenden Blumen, sondern in Form von seiner inneren Absicht sogar sein eigenes Leben im Sinne seiner Absicht. Und im Anschluss an seine heilsamen Handlungen erhielt er noch am selben Tag
diese achtfachen Gaben von König Bimbisara. Und der Buddha, der wurde sich bewusst über diese Unterhaltung der Mönche und ging dann dazu, wollte schauen, dass er denen vielleicht noch einen Vortrag oder einen kleinen Impuls geben kann am Ende des Tages. Er kam dann bei dieser Gruppe Mönche vorbei und hat sich dort auf einen vorbereiteten Platz gesetzt und hat vielleicht noch höflich gefragt, na, worüber sprecht ihr denn? Aber innerlich hat er natürlich schon gewusst, worum es geht. Die Mönche haben dann erzählt, worüber sie gesprochen haben. Und da sprach dann der Buddha zu den Mönchen nochmal über das Thema von Karma im Sinne von, vor allem in Bezug auf die heilsamen Handlungen oder heilsamen Absichten und die wünschenswerten Resultate, die dann daraus hervorgehen können. Und am Ende dann von dieser Unterweisung sprach dann der Buddha den Vers, den wir heute als Vers 68 kennengelernt haben in Dhammapada, der da heißt, eine Handlung ist dann wohlgetan, wenn sie keine Reue bereitet und wenn ihre Auswirkungen deinen Geist mit Freude und Zufriedenheit erfüllen. Und das ist dann das Ende von der heutigen Hintergrundgeschichte. Heute also besonders mit Schwerpunkt auf die Aspekte Hingabe, was die innere Absicht auch angeht, heilsame Absicht. Ja, genau. Und dieser Aspekt, dass das jemand sein, also wenn man jetzt liest, so oder da opfert oder da gibt jemand sein Leben dem Buddha, das ist natürlich jetzt nicht so gemeint wie irgendwie so, wie ein Menschenopfer oder sowas, sondern das ist im Grunde, ist das wie so eine innere Absicht von, ich gebe oder ich widme mein Leben und meine Lebenskraft unerschrocken, komme was wolle von außerhalb, diesem Weg der Befreiung in Richtung Erleuchtung. Ja. Gerade und auch ganz besonders eben im Angesicht von äußerlichen Hürden, Hindernissen oder Herausforderungen, wie eben jetzt im Falle von dem Gärtner, dass er denkt, mein Herz sagt, ich möchte diese Opfergabe machen, aber auch ich bin mir nicht sicher, was da, also er selber hat ja selber, also seine Frau war ja nicht die Einzige, die darüber nachgedacht hat, zumindest auch der Gärtner hat gedacht, wer weiß, ob ich dann eingesperrt werde, ob ich eine Strafe kriege oder ob ich vielleicht sogar umgebracht werde, wenn das die Laune des Königs sein sollte. Aber seine innere aufrichtige Absicht war oder sein Vertrauen war, ich möchte mein, also selbst wenn das jetzt mein Leben beeinträchtigen sollte, ich möchte mein Leben diesem Weg oder dieser Lehre widmen, die der Buddha jetzt quasi hier gerade als Person repräsentiert. Ja. Genau, so kann man das dann verstehen, vielleicht noch als Zusatz. Okay. Na gut. Damit wären wir dann am Ende für heute. Dann können wir von Herzen die Verdienste von heute Abend teilen und widmen. Möge alles, was wir heute Abend an heilsamen Qualitäten geübt haben, kultiviert haben oder über die wir nachgedacht haben, sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen von Nutzen sein und möge es zur vollkommenen Befreiung von Leid und Leidenskreisläufen für uns selbst und für alle Lebewesen beitragen. Und möge Kraft dieser Verdienste sich unser Verständnis vom Dharma oder vom Weg der Befreiung mit jedem Atemzug vertiefen. Und mögen aller Segen und der Schutz aller himmlischen Lebewesen sowie die Kraft der drei Juwelen, die Kraft aller Buddhas, aller Dharmas und aller Sanghas sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen immer Schutz und Sicherheit sein. Bhavatu sabbamangalam, Jagantu sabbadevata, sabbabuddhanubhavena, sabbadhammanubhavena, sabbasanghanubhavena, sadasoti bhavantu me.